Hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir uns das Thema Grafiken einfügen anschauen. In Prezi könnt ihr Bilder einfügen, indem ihr oben in die Mitte einmal auf Einfügen klickt. Anschließend wählt ihr euch bitte den Punkt Bild aus. Wenn ihr auf Bild geklickt habt, habt ihr die Möglichkeit, nun in Explorer-Modus eine Grafik auszuwählen und diese mit Öffnen zu öffnen. Wenn ihr die Grafik geöffnet habt, könnt ihr die Grafik natürlich wieder überall auf der Leinwand positionieren oder mittels der Plus-Taste das Ganze hinauszoomen oder mittels der Minus hineinzoomen. Ebenso habt ihr hier auf der rechten Seite die Möglichkeit, die Grafik ebenso zu vergrößern oder zu verkleinern. Wie beim Text habt ihr ebenso die Möglichkeit, das Bild zu drehen. Bei Prezi ist es auch möglich, das Bild im Nachhinein noch zu ersetzen. Hierfür müsst ihr nur einmal auf Ersetzen klicken. Nun habt ihr die Möglichkeit, rechts oben, entweder über den Explorer-Modus oder auf der rechten unteren Seite, mittels einem Bild, das bereits von Prezi vorgefertigt ist, das Bild zu ersetzen. Wenn unser Bild ersetzt ist, haben wir die weitere Möglichkeit, das Bild weitergehend zu bearbeiten. Ich kann es einerseits zuschneiden, in dem Fall vergröße ich euch mein Bild, beziehungsweise kann ich Effekte hinzufügen. Diese Effekte bestehen aus Verbesserungen von dem Bild, diese bestehen aus Auflösung anpassen, beziehungsweise Aufhellen, beziehungsweise Farbkorrektur. Mit Anwenden kann man die Einstellungen bestätigen. Weiters bietet Prezi viele verschiedene Effekte an, die man in dem Fall einstellen kann. Ich wähle in dem Fall jetzt Black and White aus und bestätige das Ganze abermals mit Anwenden. Zu guter Letzt möchte ich mir noch einen Rahmen hinzufügen, in dem Fall das Negativ. Ich wähle das Negativ aus und bestätige das Ganze mit Anwenden. Um die Effekte zu bestätigen, müssen Sie nur noch auf Sichern klicken. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, sollten Sie das Bild im späteren Verlauf wiederverwenden wollen, das Ganze zu den Favoriten hinzuzufügen. Hierzu müssen Sie nur auf Favoriten klicken. Sollten Sie das Bild nicht mehr haben wollen, brauchen Sie nur auf Löschen klicken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.